Oh, Monat, ja, genau. Wir starten jetzt. Ich würde sagen, da wo noch Stühle frei sind, belegt sie ruhig. Vielleicht alle anderen ein bisschen dahinter. Ein kleiner Hinweis, bevor wir anfangen. Natürlich wird es jetzt ganz viele Informationen geben, aber die Regeln sind, jeder hat 5 Minuten Zeit und da sind wir ziemlich strikt. Wir haben hier extra unseren Sheriff, da ist der Sheriff, für die 5 Minuten. Und nach den 5 Minuten kommt dann der Nächste dran. So gehen wir durch das gesamte Programm durch und am Ende habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier auch nochmal mit jedem ins Gespräch zu kommen. Also es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, hinterher auch miteinander zu sprechen. Das aber bitte am Ende. Getränke gibt es auf jeden Fall hier bei uns an der Bar. Während der Präsentation da ein bisschen drauf achten, bitte, dass es nicht zu unruhig wird. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir gucken zu Revotion, unserer ersten, die hier präsentieren. Ich würde sagen, ich übergebe das Mikro. So, herzlich willkommen. Viel Spaß. Deine 5 Minuten. Moin, moin. Also, meine Freunde, mein Name ist Jasper, ich bin von Revotion und was wir machen, einfach ganz kurz gesagt, ist im Endeffekt Camper und Boote smart machen. Also im Endeffekt so ein bisschen wie Smart Home. Letztlich, warum wir das Ganze gemacht haben, ist einfach... Aber wir machen einfach so. Also, warum wir das Ganze gemacht haben, ist im Endeffekt, wir wollen den Status Quo herausfordern. Wenn man mal wirklich hier durch die Hallen durchgeht, selbst bei krass teuren Fahrzeugen sind noch wirklich alte Steuerungen verbaut, die gefühlt aus anderen Jahrzehnten sind. Und das können wir einfach nicht mehr akzeptieren, sage ich jetzt mal, wenn man mal in den Automobilbereich guckt, was so eine neue S-Klasse oder ein Tesla auch alles schon an Technik mit drin hat. Deswegen sind wir genau dafür da, um das zu ändern. Wir vernetzen nämlich alle Systeme, die es an Bord gibt und packen die im Endeffekt in eine intuitive Benutzeroberfläche, die dann komplett per Smartphone oder Tablet gesteuert werden kann. Das heißt, wir vernetzen einfach alle Geräte. Dazu haben wir eigene Module rausgebracht, das zeige ich gleich so ein bisschen. Das ist komplett modulares Steuerungssystem, was eben von Lichtern über Tankfüllstände wirklich auf den Prozent genau macht. Heizungen können wir jetzt einbinden mit den Temperaturfühlern zum Beispiel oder eben auch das ganze Thema Energie in ein System zu verpacken und eben nicht nur von jedem oder für jedes Thema ein neues System von einem neuen Hersteller zu brauchen. Und das Ganze machen wir nämlich, indem wir verschiedene, ja, so ich sag mal so ein bisschen Smart Switches, so ein bisschen was man im Smart Home kennt mit den Steckdosen, haben wir eben gemacht mit verschiedenen Modulen, die komplett per Funk kommunizieren. Das Ganze ist ein bisschen wie so ein Bussystem, nur halt mit Funk und kein wirkliches Kabel. Das hat den großen Vorteil, dass man eben ganz, ganz viele Module hinzufügen kann und wir wirklich von, ich sag mal, einem Bulli mit, ich sag mal, 3, 4 Modulen bis hin zu einem großen Liner mit über 30, 40 Modulen einfach alles abdecken können. Doch das ist erst der Anfang, weil, ich sag mal, wir haben jetzt unsere eigenen Module, ich will jetzt gar nicht so in die Technik reingehen, wir haben auch einen eigenen Stand in der Eingangshalle, da kann man sich das mal angucken. Aber was wichtig ist, dass wir eben komplett offen sind für andere Hersteller, um da eben reinzugehen, wo wir eben aktiv auch Verknüpfungen oder Vernetzungen weiterentwickeln und eben neue Integrationen schaffen. Hier haben wir zum Beispiel mit T-Tronic zum Beispiel eine Integration geschafft, dass man eben alles auch in der T-Tronic App steuern kann. Genau das gleiche mit VE Direct, also Victron Energy. Und jetzt auf der CMT brandheiß stellen wir eben unsere Heizungsintegration vor über den CI-Bus und eben auch weitere Firmen wie zum Beispiel EcoFlow. Und das ist eben das Coole, dieses System mit diesen Modulen ist halt unendlich weit skalierbar. Das heißt, wir bauen wirklich die Schnittstellen für die ganzen Hersteller und es ist eben auch ein Ding, was man eben auch nach Jahren nochmal Modul für Modul erweitern kann. Also ein bisschen wie Lego. Wir schauen uns mal das Ganze an, wie man das Ganze konfiguriert sozusagen, wie man von der Node zum fertigen Steuerungspanel kommt. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt mal einen Lüfter, den wir steuern wollen, den wir anschließen wollen. Das heißt, wir haben die Node, wir haben unser Handy bzw. das Tablet und eben das Brain. Und wenn man das Ganze jetzt mit dem Strom verbindet, sieht man nämlich jetzt direkt schon in der App, wird das Ganze als neue Node erkannt. Da kann man jetzt draufklicken und so kommt man jetzt ins Konfigurationsmenü. Und jetzt passiert die Magie, dass man eben wirklich genau sagt, was ist das Ganze und dem Ganzen einfach einen Namen gibt. Somit entsteht jetzt hier zum Beispiel das Widget für den Lüfter.
Und so kann man jetzt wirklich Modul für Modul sich seine Steuerung individuell aufbauen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel das Tankmodul, was dann zukommt, was dann das Tank-Widget mitbringt. Dann dazu das Temperaturmodul und immer so weiter. Genau. Ja, also, wie gesagt, wir sind in der Eingangshalle, wir sind auch hier noch kurz einen Moment. Das heißt, sprecht uns gerne ein an. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch zu sprechen. Und ich denke mal, Zeit ist um. Ja, vielen Dank an die Rauschen. Wunderbar. Dankeschön. So, die erste Position war gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Ja. Also, Revotion hier, denke ich mal, am Ende verfügbar und danach dann auch im Atrium Eingang Ost. Dort habt ihr euren Stand. Wir gehen weiter und ändern das Thema jetzt von der Technik hin zur Hardware. Verfaller Camper, deine 5 Minuten. Hallo zusammen, ich bin Friedrich von Verfaller Camper. Wir haben vor ziemlich genau 5 Jahren, hier einmal klicken, ja. Wir haben vor ziemlich genau 5 Jahren unseren ersten Anhänger gebaut. Diesen Kofferanhänger mit 2 Foldouts auf beiden Seiten, ein Doppelbett, in der Mitte Platz für einen Tisch mit einem Beladungskonzept. Damit sind wir auch vor 4 Jahren zum ersten Mal auf der CMT gestanden, haben den Leuten zugehört, viel positive Resonanz, haben aber immer wieder gehört, wir brauchen ein Waschbecken, bitte weiter. Haben wir im Jahr drauf einen Anhänger genommen, einen halben Meter länger war, der hier hinten ein Waschbecken hatte und auf der Seite gegenüber Platz für eine Toilette. Eins weiter bitte. Dann 2022 haben wir unser Beachterm-Modul eingeführt. Auf der rechten Seite diese Panoramaklappe mit dahinter einer Küchensitzkommode, mit Stauraum, als Sitzbank am Tisch, mit einem Waschbecken. Haben wir 2023, einmal weiter bitte, auch auf der CMT gezeigt. Mit dem Dachzelt hier der linke Hänger, so also auch familientauglich, 2 schlafen unten, 2 oben. Genau, können wir gerne noch einmal eins weitergehen. Also die Modelle bis zum letzten Jahr. Bei uns waren alles Kofferanhänger, sieht man rechts oben. Mit einem Beladungskonzept sieht man rechts unten. In der Mitte genug Platz, immer um zusammen um den Tisch zu sitzen, sehen wir links oben, links unten. Und links oben sehen wir unser Foldout, das auch jeder Anhänger bisher hatte. Wir haben aber weiter den Leuten zugehört und haben immer wieder gehört, viele wollen auf der Durchreise Kurzstation machen, möglicherweise auf dem Parkplatz, ohne aufzubauen. Also haben wir uns gefragt, einmal weiter, zurück bitte. Genau, schaffen wir auch einen Verfaller Camper, der ja, das erfüllt, was wir erwarten, ohne ein Foldout. Und jetzt neu, und haben wir hier jetzt auf der CMT dabei, ist der Verfaller Camper Flip. Bitte einmal weiter. Genau, ein Kofferanhänger hier mit einem Hartschalen, Dachzelt oben drauf. Und einmal weiter bitte, hat auf der anderen Seite kein Foldout, eine feste Wand, war für mich selber sehr ungewohnt, aber innen drin sieht er gut aus, bitte einmal. Genau, haben wir eben einen Tisch und ein Möbel, von außen ist auch mit dem Heckzelt zum Dachzelt passend. Wenn wir eins weitergehen, sehen wir noch genauer innen rein, zentral eine Ausziehcouch letztlich, also zum gemütlich lümmeln und sitzen, aber können wir eben unten einen Rost ausziehen, gibt es eine Liegefläche, 2 Meter auf 1,35. Wenn man noch am Kopf jeweils am Tisch sitzt, kann man da auch zu viert sitzen. In der Front rechts unten sehen wir es, die Kühlbox, daneben der Schrank, im riesen Stauraum und im Heck ein Modul wieder mit einem Waschbecken und einem großen Regal. Eins weiter bitte. Hier das ausgezogene Bett, durchgehende Polster, tipptopp, der Schrank schön gefüllt, also lässt sich bewohnen. Eins weiter bitte. Links neben dem Waschbecken sehen wir hier noch ein Regal. Für alles Mögliche, Gasflasche, Heizer, Kocher, Kabel, Schläuche, findet da alles seinen Platz. Und man sieht hier eben links auf dem linken Bild durch. Und im rechten Bild haben wir alles ausgefüllt mit unseren Kisten, die wir so haben. Die sind formschlüssig und wir können eben auch jetzt während der Fahrt auf die Kisten das 2. Polster drauflegen, eben für die schnelle Übernachtung ohne großen Aufbau. Hier sehen wir nochmal das Heckzelt, das wir eben zu dem AirTop Plus entwickelt haben. Ja, mit Aufstieg nach oben, wettergeschützt, da ist Platz für die Küche, da ist Platz für die Campingtoilette, für die Jacken, für die Schuhe. Genau, also neu, jetzt dieses Jahr ist der Verfaller Camper Flip, linke Seite, auch das Dachzeltpaket AirTop Plus mit dem Vorzelt dazu ist neu. Unsere bisherigen Modelle haben wir ein bisschen neu sortiert. Das Modell mit einem Foldout heißt Flap, das mit 2 Foldouts heißt Flap Family
Und das mit dem Beachchair-Modul heißt Flap Beachchair. Und die können wir eben alle kombinieren mit dem Hartschalendachzelt, mit dem Overzone, mit unserem üblichen Vorzelt. Wir können die auch in Stehhöhe bauen, wenn jemand stehend sein Motorrad reinschieben will. Das ist also bei allen unseren Modellen möglich. Soweit. Noch eins weiter, bitte. Wir stehen in der Halle 1 auf der Galerie, Stand G9, G10. Kommt gern vorbei. Wer Fotos haben will, ich habe auch einen Download vorbereitet. Eine Mail an mail@fafalla-camper.eu. Dann kriegt ihr die. Ja, oder besucht uns einfach. Wir freuen uns. Vielen Dank. Schöne Messe. Ja, vielen Dank an Fafalla. Wunderbar. Wie wir schon gehört haben, Halle 1 auf der Galerie. Dort kann man hin. Du kannst es mir geben. Super, Dankeschön. So, wir holen uns den nächsten auf die Bühne. Ich glaube, als nächstes ist dran VeoVans. Ich schaue mal in die Runde. VeoVans. Okay. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar Tiger Expert. Ja, so ist das am letzten Aufbautag. Ne? Kurz vor knapp hat dann der eine oder andere noch viel zu tun. Wollen wir dann direkt weiterspringen? Ja. Ja? Okay, also, falls die beiden noch auftauchen, dann dürfen sie natürlich sozusagen nach präsentieren. Wir gehen weiter. Kompass, Entschuldigung, ist schon da. Sehr schön, das nenne ich gewissenhaft. Bitte schön. Viel Spaß, deine 5 Minuten. Auf dem Bildschirm haben wir gerade keine Präsentation. So, dann gucken wir einmal ganz kurz. Ja, also nochmal der Hinweis, während wir hier drauf warten, dass das Bild kommt. Jeder, der hier präsentiert, wird dann auch im Nachgang noch da sein und wird für Fragen zur Verfügung stehen. Also von dem her habt ihr da alle Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch ein entsprechendes Feierabendbierchen oder sonstiges Getränk. Und dann habt ihr da genug Möglichkeiten, noch ins Gespräch zu kommen. Wir warten noch eine Sekunde. Du kannst uns ja schon mal erzählen, wo seid ihr denn? Hier. Ja. Sehr schön. Ihr seid auf der CMT. Du meinst das ist auf der gut. Messe? Oder? Genau, auf der Messe. Auf der Messe. Wir sind am Eingang Ost, Stand EO243. Und jetzt ist auch die Präse da. Jetzt ist die Präse da. Perfekt, dankeschön. Genau, also ich bin Anna. Ich habe letztes Jahr im Sommer Campers Kompass gegründet. Komme ursprünglich aus dem Marketing und bin Reisebloggerin. Habe eine Community für Minicamper, die Katie Romers, mitbegründet. Und habe die letzten 2 Jahre viel im Tourismusmarketing verbracht, Presse- und Marketingarbeit für französische Destinationen gemacht. Und das alles habe ich dann gebündelt und das Ergebnis ist Campers Kompass. Wir sind Reiseveranstalter für individuelle Campingreisen. Du kannst einmal weitermachen, danke. Genau, was bedeutet das? Campers Kompass bietet individuelle, pauschal geplante Campingreisen. Jetzt könnte man denken, individuell und pauschal, widerspricht sich das nicht? Wir sagen, nein, das passt, denn wir planen jede Reise so individuell, wie unsere Kunden sind. Das heißt, wir gehen genau auf deren Wünsche und Bedürfnisse ein, aber planen eben alles pauschal. Das heißt, am Ende bekommt der Kunde oder die Kundin ein Komplettpaket, ein Rundum-Sorglos-Paket, genau wie es zu ihm oder zu ihr passt. Einmal weiter. Das bedeutet, wir bieten erstmal eine persönliche Beratung, stecken mit den Kunden genau ab, wohin diese Reise gehen soll, was Interessen sind, was man gerne macht, also geht man gerne wandern, fährt man lieber Fahrrad, macht man Wassersport, ist man total Kunst- und Kulturbegeistert, damit wir die Kunden und Kundinnen möglichst gut kennenlernen und die Reise perfekt abstimmen können. Dann machen wir die Routenplanung und mieten unter Umständen auch einen Camper, wenn die Kundin oder der Kunde noch keinen Camper hat und nehmen dann auch Buchungen vor. Das heißt, wir reservieren auch Stellplätze und Campingplätze, eventuell auch einen Museumsbesuch, wenn das gewünscht ist. Wenn jemand unterwegs Geburtstag hat, würden wir auch einen Tisch in einem netten Restaurant reservieren oder einen Surfkurs, was auch immer die Kunden sich wünschen.
Und das Ganze läuft so ab, dass wir natürlich erstmal die Kunden kennenlernen müssen. Deswegen gibt es einen Fragebogen auf unserer Website, der genau ausgefüllt wird. Da können wir dann die Interessen genau abstecken und man kann genau angeben, was man sich wünscht, wie lange man unterwegs ist, wohin man gerne möchte. Oder wenn man das noch nicht so genau weiß, wohin man möchte, dann machen wir auch einen Vorschlag. Und genau, dann folgt ein persönliches Gespräch, damit wir die Person noch besser kennenlernen und genau herausfinden können, was derjenige oder diejenige sich eben wünscht. Und dann legen wir mit der Routenplanung los. Das Ergebnis ist dann ein sehr ausführlicher Routenplan, wo nicht nur die Route drin ist, sondern eben auch Empfehlungen und Vorschläge zu Stellplätzen und Aktivitäten. Dann buchen wir den Camper. Auch da bieten wir eine ausführliche Beratung. Manche Leute, die nicht so camping-erfahren sind, wissen vielleicht gar nicht, was für ein Modell muss es denn sein, was brauche ich denn? Brauche ich wirklich den 9 Meter Luxusliner oder tut es vielleicht ein Bulli? Und genau, dann, wenn der Plan abgestimmt ist, buchen wir alles so wie besprochen. Dann kann die Reise losgehen. Und wenn unterwegs noch Probleme oder Fragen offen sind, dann sind wir per WhatsApp unkompliziert erreichbar. Vielleicht fragt ihr euch, was der Spaß kostet. Einmal weiter bitte. Nein, das fragt ihr euch erst gleich. Erst fragt ihr euch, wo die Reise hingehen soll. Und da ist es so, dass wir uns erstmal auf europäische Reiseziele konzentrieren, die wir selber gut kennen, damit wir es auch authentisch und ehrlich empfehlen können. Und aktuell haben wir 6 Reiseziele im Programm. Das sind die Provence, Südnorwegen, Sardinien, Bayern, die Bretagne und die Normandie. Und im Laufe des Jahres kommen noch weitere Ziele hinzu. Gerade arbeiten wir an Kroatien beispielsweise, an Schweden, aber auch an der Sächsischen Schweiz und an Cinque Terre. Und jetzt kommt das mit dem Preis. Man kann nämlich wählen zwischen 3 Paketen, je nachdem, wie flexibel man sein möchte und was man sich wünscht. Das heißt, entweder man bekommt nur die Route, dann werden Plätze und Aktivitäten empfohlen, nichts wird gebucht, dann kann man das zweite Paket wählen, das wäre Route und Camper, das heißt, wir mieten den Camper dazu, buchen ansonsten aber auch keine Plätze. Oder man sagt, okay, ich möchte die Füße nur hochlegen, mich um nichts kümmern, ich brauche rundum sorglos und all-in, dann planen wir die komplette Reise durch, reservieren Campingplätze und Aktivitäten und ja, die Kunden müssen nur noch losfahren. Genau, einmal weiter. Falls ihr jetzt gedanklich schon bei eurem nächsten Urlaub seid, kann ich nur sagen, wir sind das auch und wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt bei uns am Stand EO 243 am Eingang Ost. Und du kannst noch einmal weitermachen zum Schluss, genau. Merkt euch die Standnummer, kommt vorbei. Ich bin auch noch hier, wenn ihr Fragen habt. Freuen wir uns und allen eine erfolgreiche Messe. Ja, vielen Dank, Campers Kompass, jetzt Eingang Ost. So, dann machen wir weiter mit den nächsten Flowcamper und ich glaube, es geht um die Felsschnute. Da ein kleiner Hinweis schon mal im Voraus, wer die ganze Woche da ist. Wir haben Mittwoch das allererste Mal einen Thementag hier im Wohnzimmer rund um das Thema Reisen mit Hund. Also werden uns wirklich diesem Thema annehmen, weil es doch sehr populär ist, weil es immer öfter der Fall ist. Und ja, jetzt hören wir auch noch einen kleinen Vortrag dazu. Bitteschön. Martin, leg los. So, Martin. Moment, schauen wir nochmal drauf. Sprichst du nochmal bitte ins Mikro? Ja, du versuchst das mal, dann drehen wir das einfach. Ja, das geht jetzt besser. Oder auch nicht. Ja, also, Dankeschön. Peter hat es ja gerade schon gesagt, das Thema Reisen mit Hund ist schon ewig aktuell. Und es wird aus unserer Sicht immer aktueller. Was es allerdings tatsächlich nicht gibt, ist ein Campervan, der wirklich speziell für Reisende mit mehr als einem Hund gemacht ist. Mit einem Hund ist das sicherlich immer noch relativ unproblematisch. Ab 2 Hunden wird es im Campervan schon sehr, sehr eng. Und da wir also schon seit Jahren da immer auch Kundenanfragen bekommen, haben wir uns dem Thema jetzt wirklich einmal ganz konsequent angenommen. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach ein Campervan wie jeder andere, der einfach nur eine Hundebox drin hat. Sondern der Grundriss, der Möbelbau ist von Anfang an auf einen möglichen Hundebereich hin konzipiert. Das Ganze ist kombiniert mit einem
mit einer Bettkonstruktion, die eben unabhängig ist von der Sitzbank, sodass eben unter dem Bett sehr, sehr viel Platz bleibt für Hunde. Das heißt, im Maximalen können also 2 Personen und 4 Hunde in einer VW-Busgröße unterwegs sein. Das nächste Besondere ist, dass wir in das Fahrzeug nicht einfach eine feste Hundebox reinstellen, sondern der Hundebereich über variable, modulare Gitterelemente sich gestalten lässt. Das heißt, egal ob von einem kleinen bis zu 4 mittelgroßen Hunden, ist dieser Hundebereich auch von dem Kunden jederzeit veränderbar. Das ist eben besonders praktisch, weil eben tatsächlich die Hunde ja auch nicht so lange leben wie wir Menschen und dementsprechend das Rudel durchaus auch mal kleiner oder größer wird und so der Kunde das also auch jederzeit anpassen kann. Das Thema Hund im Auto ist immer sehr eng verknüpft mit dem Thema Hitze, das in normalen PKWs, Multivans und auch im normalen Camper eher schlecht lösbar ist. Da haben wir tatsächlich jetzt sehr lange nach einer vernünftigen Lösung gesucht und wir sind in der Lage, ganz, ganz neu als Innovation den Hundebereich zu klimatisieren, mit also einem Klimagerät. Wir sind in der Lage, das Ganze komplett über Solar, also über Photovoltaik zu betreiben. Das heißt, ich muss, um das Fahrzeug zu klimatisieren, nicht am Außenstrom stehen, was für viele Hundebesitzer eben auch in der Praxis gar nicht möglich wäre. Ja, natürlich sollen die Menschen in der ganzen Situation nicht zu kurz kommen. Das Fahrzeug ist komplett ausgestattet mit einer großen Kompressorkühlbox, Besteckschubladen, 2 Flammkocher, einem variablen Wassersystem, Betten unten und Betten oben, sodass es eben wirklich auch mit mehreren Zweibeinern und mehreren Vierbeinern vernünftig Spaß macht, auf Reisen zu sein. Sieht jetzt sehr skurril aus, die Felschnute von hinten. Das ist tatsächlich eins der Beispiele, dass wir uns darüber hinaus auch doch auf eine Zielgruppe eingelassen haben, nämlich nicht nur die Reisenden mit Hund, sondern die Hundesportler. Also erstaunlich viele Menschen betreiben mit ihren Hunden Sport und die sind auch erstaunlich oft mit den Autos unterwegs, weil Training und Wettbewerbe, Events. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, das Gitter oben, das so ein bisschen aussieht, als würden wir die Besitzer einsperren. Das ist aber nicht der Fall, sondern diese Menschen haben immer das Problem, dass wenn die am Wochenende mit ihren Hunden trainieren, in der Regel trainieren die mit einem Hund und 1 oder 2 Hunde sitzen im Auto und dann lassen die natürlich sehr, sehr gerne die Heckklappe offen, damit die Hunde Luft kriegen. Damit ist aber natürlich das Auto auch offen für Diebstahl. Und das verhindert das obere Gitter, was natürlich so einhängbar ist, dass es im Alltag einfach mit der Heckklappe nach oben schwingt und ich es nur zumache, wenn ich es brauche. Sind eben solche Details, für die aber tatsächlich diese kleine Zielgruppe der Hundesportler super dankbar sind, dass da tatsächlich auch mal jemand Lösungen schafft. Ja, ansonsten, viele kennen uns ja schon, vielleicht auch einige nicht. Unsere Fahrzeuge sind konsequent in Echtholz gebaut. Wir haben uns die Nachhaltigkeit schon lange, bevor dieses Wort so inflationär wurde, auf die Fahne geschrieben. Das heißt, die Felschnute und auch unsere anderen Autos sind nicht nur super praktisch, sondern einfach wunderschön, sehr natürlich aufgebaut. Und wenn das jetzt neugierig gemacht hat, der kann gerne zu uns auf den Stand kommen. Man sieht es schon tatsächlich 2 Stände weiter, wo der schöne große Flamingo auf dem Sprinter über die Messe wacht, findet er uns. Und ansonsten natürlich auch hier gerne gleich beim Bierchen. Dankeschön. Und nächsten Mittwoch hier im Vans&Friends Wohnzimmer. Da haben wir nämlich euer Fahrzeug als Van of the Day da, wegen dem Thema Reisen mit Hunden. Ja, kleiner Hinweis noch zum Flamingo. Der hat da oben eine wunderbare Position und sollte dort auch bleiben. Ich kann mich daran erinnern, vor 3 oder 4 Jahren ist er mal verschwunden. Einfach so, und es hat lange gedauert, bis er wieder aufgetaucht ist. Also, gut, machen wir weiter. Dankeschön, Martin. Machen wir weiter. Caravan Grebner.
Citroën Berlingo, hallo. So, servus. Ach, sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, deine 5 Minuten. Tja, das passt an der Stelle. Freitagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, herzlich willkommen. Ich sehe schon viele bekannte Gesichter, viele Freunde von der Presse. Wir starten direkt. Einmal bitte weiterschalten. Und zwar, wir vom Caravan Gretner in Würzburg haben die Zeit ein bisschen zurückgedreht, die Erfolgsgeschichten der alten Fahrzeuge in die heutige Zeit wieder adaptiert. Einmal bitte weiter. Und dann kommen wir nämlich schon zu der Weltneuheit. Wir haben eins gemacht. Wir haben die drei Dinge, die wichtig sind, zusammengeführt. Wir haben ein Retrofahrzeug, ja, von Casalani, den Innenausbau. Da haben unsere Freunde aus dem Allgäu, die Firma Wenderer, uns geholfen. Und wir vom Caravan Gretner übernehmen den Vertrieb exklusiv von diesen Fahrzeugen. Wir stehen in der Halle 3, A73. Das Auto fällt auf jeden Fall auf. Man kann das schon sehen an der markanten Front. Das ist wirklich das Fahrzeug Citroën Berlingo 2 CV Furgonette in der heutigen Zeit. Bitte einmal weiter. Ich will jetzt auf den Berlingo gar nicht groß eingehen. Ihr kennt das Fahrzeug, ist der offizielle Nachfolger der Reise Arcadia Ente, der Reiseente. Ja, das ist ein Großserienfahrzeug, da braucht man nicht diskutieren. Es ist toll, du hast eine Reichweite von über 300 Kilometern mit dem Fahrzeug. Du hast einen Top-Service, wir haben die große Batterie drin, Schnellladesystem, alles das, was du in der heutigen Zeit brauchst, und es funktioniert. Es ist ein entspanntes Fahren, alle 2,5 Stunden mal raus für 20 Minuten das Ding aufladen, weiterfahren. Alle, die sagen, nein, Camping und Elektro passt nicht zusammen, doch in dem kleinen Minicamper. Deswegen haben wir die Weltneuheit für euch. Das Fahrzeug bitte anschauen, das funktioniert. Hier haben wir mal so ein paar Impressionen vom Fahrzeug eingefangen. Ganz klar die markante Front vorne von der 2 CV in die heutige Zeit abgesetzt. Das Fahrzeug besteht zum Teil aus Glasfaserkunststoff im vorderen Bereich. Die Seitenteile sind gepanelt. Das gleiche, wie wir das schon mit unseren großen Fahrzeugen, mit dem Typ H machen. Und da auch wieder der Dank an Wenderer und Stellantis, die uns da unterstützen, dass wir diese Fahrzeuge in einer kleinen Serie so auf den Markt bringen können. Zum Wenderer-Ausbau. Da habe ich euch mal die Sophia mitgebracht, die sagt euch mal so 2, 3 Sachen. Genau, hallo auch von mir, Sophia vom Wenderer Team. Genau, unser Ausbau ist eine multifunktionale Campingbox, mit der wir den Wenderer als Alltagsauto, als Camper, aber auch als Transportfahrzeug nutzen können. Unsere Devise, maximal alltagstauglich, maximal flexibel, so sind alle unsere Fahrzeuge gestaltet. Die Box an sich, der ein oder andere kennt es vielleicht, Tetris, genau das gleiche haben wir uns bei unserer Box gedacht. In der Box enthalten eine großflächige Liegefläche, 1,20 auf 2 Meter, eine Küchenzeile mit 2 Kochmöglichkeiten, ein Waschbecken, diverse Stauraummöglichkeiten und das Besondere an unserem System, nichtsdestotrotz sind immer 5 Gurtplätze an Bord und auch nutzbar. Und zweite Besonderheit, der Möbelbau ist in unter einer Minute entnehmbar. Heißt, wir können uns entscheiden, Alltagsauto, Camper oder Transportfahrzeug. Wir haben da die 3C-Regel sozusagen verfolgt, Car, Camper, Cargo. All das ist möglich, weil wir auch gerne einmal weiterklicken, danke. Hier ein paar Eindrücke eben, Küchenzeile auf der rechten Seite, großflächige Liegefläche, Lounge-Ecke, Waschbecken, all diese Dinge kann man dann auch live mal am Stand anschauen. Und diese flexible Nutzung ist möglich durch unser Aufstelldach. Wir haben nämlich nicht nur eine 3C-Regel, sondern auch eine 3S-Regel. Gerne einmal weitermachen, danke. Weil durch das Aufstelldach, das wir eigens entwickelt haben, ist es möglich, im Fahrzeug zu stehen, zu sitzen und zu schlafen. Also multifunktional eben auch hier nutzbar. Das Besondere an unserem Aufstelldach, Panoramafunktion hält durch Magnete oben an der Dachschale. Wir haben eine sehr breite und komfortable Liegefläche mit Tellerfederlattenrost und extra hoch öffnen, sodass wir im gesamten Raum stehen, aber auch sitzen können. Genau, ich würde weitergeben an Heiko, der nochmal was zum Aufbau. Noch einmal weiter. Ja, noch einmal weiter bitte. Sind wir durch? Okay, 30 Sekunden, aber noch einmal weiterschalten. Ja, weil das. Okay, ihr habt schon gemerkt, wir haben uns wichtige Partner, starke Partner rausgenommen für das Produkt, für die Weltneuheit. Casalani, Bootsbauentwickler, macht die GFK-Teile. Wenderer macht den Innenausbau. Stellantis bietet uns das Auto und den Support.
Und mich würde freuen, wenn die Kollegen von der Presse oder auch die Kollegen, die selber Autos bauen, bei uns vorbeischauen in der Halle 3 A73 und sich das Fahrzeug einfach mal anschauen. Ich sage danke, wünsche euch einen schönen Abend und danke euch für den netten Blott hier oben. Vielen Dank, Caravan Grebner. Wie gesagt, Halle 3, aber auch da die Möglichkeit, hier gleich noch ins Gespräch zu kommen. Wunderbar. Als nächstes haben wir The Next. Jetzt schaue ich in die Runde. Da, der wird da irgendwo hingezogen. Ah, da ist er. Sehr schön. Ja, wunderbar. Du kriegst das Mikro und hast deine 5 Minuten. Ja, servus. Ich glaube, bei mir wird es nicht 5 Minuten dauern. Ich glaube, hier gibt es genug zum Zuhören, was auch noch sehr, sehr spannend ist. Ihr habt uns vielleicht schon gesehen. Wir stehen hier hinter Vanessa. Und der eine oder andere kennt uns vielleicht schon von den letzten Messen oder sowas. Wir machen Serienausbau, also so alles, was, sag ich mal, über 400-500 Fahrzeuge liegt und sind jetzt mit dem neuen Ford auch hier, mit dem neuen Ford Transit Custom V710. Und ich denke, das ist auch unser Fokus hier auf der Messe, um dieses Fahrzeug rum was ganz Neues zu schaffen. Und so war unser Fokus für die Zukunft zu sagen, wir wollen das flexibelste Fahrzeug im Markt anbieten. Und deswegen haben wir Partnerschaften eingegangen mit beispielsweise Würth, mit Ford eben exklusiv, mit den Baboom-Jungs beispielsweise, aber auch mit Motorrad- und Fahrradherstellern und haben hier ganz, ganz viele Module mitgebracht, weil das Konzept ist sehr, sehr einfach. Wir haben einen zugelassenen Camper, der quasi hinten leer ist, einfach nur Bodenschienen hat und trotzdem als Camper zugelassen werden kann, weil er Stauraum hat, weil er eine kleine Herdplatte hat, hinten rechts in der Verkleidung und weil er ein Aufstelldach hat. Und so gibt es das schon ab einem Einstiegspreis von so um die 55.000, 56.000 Euro zu haben, dieses Fahrzeug beim Endkunden. Und dann kann der Kunde anfangen, sich das Fahrzeug zu konfigurieren. Will ich einen 8-Sitzer? Will ich einen 7-6-5-4-3-2-1-Sitzer? Will ich dort schlafen mit 2-3-4 Leuten? Will ich das Fahrzeug im Alltag als Handwerker mit Wirt-Modulen benutzen und dann die Wirt-Module einfach ausklicken und die Camping-Module für den Urlaub einklicken? Das alles ist super flexibel möglich und läuft bei uns über unser Händlernetzwerk in Deutschland. Und für mich ist eben wichtig, hier die Gelegenheit zu nutzen, um alle Ausbauhersteller zu ermutigen, mit uns zu reden. Es geht nicht nur darum, dass wir gerne viel, viel, viel mehr Module haben wollen von allen möglichen Herstellern, die es gibt, die da auch kreativ werden können. Wir wollen hier ja die Möglichkeit bieten, auch über unser Händlernetzwerk diese Module mit zu vertreiben. Was auch wichtig ist, ist sicherlich, dass wir auch gerade den Ford viel, viel mehr auch im Ausbaunetzwerk für kleinere Ausbaupartner sehen wollen. Und diesen Ford, den wir ja kriegen quasi, ist ein Ford Titanium. Der ist ein Mix aus Tourneo und Ford Transit Custom. Und dieses Fahrzeug ist wirklich genial ausgestattet von Ford. Ford hat sich da echt was überlegt und ist aus meiner Sicht vermutlich echt ein großer Konkurrent für den Bulli in Zukunft. Und wir würden uns freuen, wenn wir natürlich auch mit den Ausbauherstellern ins Gespräch kommen, was man vielleicht auch auf Basis dieses Fords noch an Fahrzeugen konfigurieren kann, gemeinsam mit Venext, was wir vielleicht noch da in Zukunft auch anbieten können an Premium-Varianten, an geringere preisigen Varianten für unser Händlernetzwerk. Das heißt, ich ermutige alle, in den nächsten Tagen zu uns an den Stand zu kommen, die auch hier in der Halle sind, um mit uns gemeinsam über Ideen zu sprechen, wie wir den Ford noch ein bisschen weiterbringen können. Ja, sonst toi toi toi, viel Erfolg auf der Messe und viel Glück euch allen. Ja, vielen Dank, Venext, wunderbar. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, wir haben die 5 Minuten unterschritten. Ja. Du hast es versprochen, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu einem, der schon da sein sollte, aber jetzt doch da ist. Sehr gut, da haben wir Veo Vans, bitteschön. Hallo, mittlerweile schon fast guten Abend in die Runde. Wir sind Veo Vans aus Erfurt, mein Name ist Axel. Wir sind ein Van-Ausbauer aus Erfurt, seit 5 Jahren am Markt, versuchen uns jetzt gut zu positionieren, deswegen sind wir auch in Stuttgart. Und zur Einführung würde ich gerne mal sagen, Film ab. Car 36 responding.
Genau, so viel zur Einstimmung. Wir sind in Stuttgart vertreten mit zwei Fahrzeugen. Wir haben zum einen dabei unsere absolute Weltneuheit, wenn man so will, den Veo Explorer. Ein L3 auf Sprinterbasis mit 5 Sitzplätzen, Quer- und Längsschläferbett und Aufstelldach. Oder vielmehr, ja, Camperdach. Wir haben dabei eine 440 Amperestunden Lithium-Lösung von Leab, auch absolute Weltneuheit. Wir sind mit Queen-Size Camper davor in Kontakt getreten und haben diese neue Außendusche mit verbaut, ist also soweit auf dem neuesten Stand der Dinge. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Okay, das läuft nicht wie geplant. Okay, machen wir weiter. Das, was ihr in dem Video zuvor gesehen habt, war der Veo Grand Escape 4x4. Das ist unser absoluter Dauerbrenner. Häufig verkauft auf der Basis, dieses Mal dabei auf einem Sprinter 4x4 Allrad. Wir vereinen dort ein wunderschönes Raumgefühl mit absolutem Offroad-Charakter. Genau, da sehen wir alles, was dabei Max-Fan, alles, was das Camperherz exklusiv begehrt. Wir freuen uns, in Halle 1 euch begrüßen zu dürfen auf Stand C56 und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Schönen Abend. Wunderbar, sehr schön. Veovans in Halle 1, haben wir gehört. Auch da sicherlich gleich die Möglichkeit, noch ins Gespräch zu kommen. Jetzt schaue ich auf meine Liste, nicht, dass wir durcheinander kommen. WM Aquatec haben wir als nächstes. So, wir schalten noch mal kurz um. Und dann geht's direkt weiter. Okay, ich höre mich gut. Ja. So, wir sind das Team von WM Aquatec, Wasseraufbereitungsprodukte, wenn ihr uns noch nicht kennt. Und ich möchte euch zwei Produkte präsentieren, sind unsere zwei Neuheiten für die kommende Campingsaison. Was ihr schon seht, ist der WM-Filter. Das ist ein Befüllfilter für den Frischwassertank. Und das zweite Produkt ist die Magnethalterung Uni. Ein paar Wörter über den Filter. Das ist ein robuster, kompakter Befüllfilter aus massivem Aluminium, aus hochwertigem Material, lebensmittelecht, trinkwasserecht, mit Gardena-kompatiblen Anschlüssen, die sehr beliebt von Endkunden sind. Die Besonderheit oder die technische Besonderheit des Filters ist eigentlich das Gehäuse, wie das Wasser ist in diesem Gehäuse geströmt. Was für die Endkunden das, was das bedeutet, ist eigentlich sehr hohe Durchflussraten, so eine schnelle Tankbefüllung. Und wir wissen, dass Zeit ist sehr wichtig heutzutage. Und noch ein Vorteil ist, dass die Kartusche, dass sie innen finden, ist aus Aktivkohle, hat eine große Oberfläche. Das bedeutet eine sehr hohe Schadstoffenentfernung. Zum Beispiel, wenn ein Kunde ist außer Europa, ja, sagen wir in Afrika irgendwo, und er hat keine Ersatzkartusche von uns, er hat die Möglichkeit, die Freiheit, eine lokale Kartusche von einem lokalen Hersteller zu kaufen und das wird in diesem Gehäuse passen. Das passiert nicht oft. Ja, normalerweise braucht man von dem gleichen Hersteller. Noch ein Ding über das Gehäuse. Wir vertrauen so viel unser Produkt, dass wir bieten 10 Jahre Herstellergarantie. So, wir ein bisschen erleichtern ja die Tankbefüllung, weil Aluminium ist ein bisschen schwer. Wir haben entwickelt diese Magnethalterung. Wir heißen, wir nennen das
Magnethalterung Uni von Universell, obwohl das wurde ursprünglich entwickelt für den WM-Filter. Einmal in der Hand gehabt, den Prototypen. Wir haben gesehen, dass eigentlich sind so viele mögliche Einsatzbereiche. So nicht nur Camping, sondern wir können die Halterung benutzen, auch im Büro, im Gym, beim Grillen etc. Also überall, wo wir eine Ablage brauchen und was die Halterung halten kann, wie Sie sehen. Okay, erstmal unser Filter, aber auch eine Flasche Sekt und Flaschen aller Art, Dosen etc. inklusive Werkzeuge, alles was nicht überschreitet einen Durchmesser von 90 mm und nicht überschreitet ein Gewicht von 8 Kilos. Ja? Sie sehen, wir haben integriert zwei Neodym-Magneten, ja, sind die stärksten Magneten in der Welt. Und andere Vorteile oder andere Merkmale sind eigentlich die Vollgummierung. Das bietet einen sicheren Halt und hinterlässt keine Rückstände. Das ist geeignet auch für Oberflächen, die sehr empfindlich sind, ja, zum Beispiel die voll lackierten. Und kann man auch im Sommer ohne Probleme anwenden. Wir haben das getestet für Oberflächen mit Temperaturen über 60 Grad. Und ja, gut, viel Spaß. Meine Kollegin zeigt euch noch die Schläuche, die wir als Accessoire für den Filter entwickelt haben. Und wir haben mehrere Kartuschen, die Sie in Option auswählen können für den Filter. Wenn ihr mehr über unsere Produkte erfahren wollt oder einfach eine Beratung, wir warten euch in Halle 7a, 54 ist unser Stand und wir freuen uns auf euch. Danke. Ja, vielen Dank, WM Aquatec, Halle 7, wie gesagt, nicht nur die Filter, sondern auch die Magnethalterung für den Sekt. Sehr wunderbar. Ja, wir kommen zur nächsten Silberform. Ich schaue mal in die Runde. Ach, ja, direkt neben mir. Sehr gut. Da übergeben wir das Mikro direkt. Und dann geht es jetzt gleich weiter in die nächsten 5 Minuten. So. Wir organisieren gerade nochmal die Bühne. So, bitteschön. So, hallo, mein Name ist Björn von der Silberform AG. Wir sind ursprünglich Design-Entwicklungsdienstleister, haben vor vielen Jahren die Diskussion zwischen den Designern und den Akustikern mitbekommen. Wo kommt das Loch für den Lautsprecher hin? Nur Mikrofon ein bisschen näher, dann haben wir es auch ein bisschen lauter. Das haben wir uns zur Aufgabe genommen und haben ein Exciter-basiertes System entwickelt, wo man hinter Bauteile im Reisemobil montieren kann und bringt die Teile zum Klingen. So kann man in verschiedenen Situationen fahren, wohnen, schlafen und auch im Outdoor-Bereich einen Raumklang erzeugen, der sehr beeindruckend ist. Das System funktioniert so, dass dieser Exciter die Materialien mechanisch anregt und in Schwingung bringt und die Bauteile fangen dann das Klingen an. Man kann es eben versteckt hinter alle möglichen Bauteile, Bettkästen, Seitenwände, in Sitzgruppen oder auch im Dachbereich unterbringen und kann so einen schönen Raumklang erzeugen, ohne dass man vom Soundsystem etwas sieht. So, hier sieht man nochmal die Einbaumöglichkeiten in Schränken und wo man das System überall einsetzen kann. Außerdem haben wir auch noch eine Car-Audio-App entwickelt, wo man ein HiFi-System bedienen kann im Wohnmobil.
Ja, für alle Freunde des guten Sounds. Würde mich freuen, wenn ihr uns besucht in der Halle 7 im Stand 7A14. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Silberform Halle 7 und hier bei uns im Wohnzimmer natürlich. So, wir schalten jetzt nochmal kurz um. Als nächstes haben wir Reichtech. Schauen wir mal in die Runde. Ach, da ist er schon. Sehr gut. Ja, hier kommt direkt der Applaus. Die Unterstützung ist da. Sehr gut. So, du kriegst einmal von uns ein Mikrofon. Okay, deine 5 Minuten, bitteschön. Top, die Watte quält. Nein, also, kurze Einleitung. Mein Name ist Christian Reich. Ich bin seit einigen Monaten in der Branche tätig. Die Firma Reichtech hat ein paar kleine Neuheiten. Das eine ist hier dieser sogenannte Fire Destroyer. Das ist eine neue Art der Feuerlöschprävention. Das heißt, das Ding ist ein kleiner Feuerlöcher. Den kann man in Scheckkartenformat, zum Beispiel, wo entstehen Brände? In Schaltkästen, Schaltschränken, die entstehen in Kocherbereichen, wenn irgendwo unter Dunstabzugshauben drauf zu kleben sind. Mach mal einen Klick weiter. Das ist ein Mittel, was dem Feuer, der Flamme, den Sauerstoff entzieht. Wenn der Sauerstoff weg ist, geht die Flamme aus. Ganz einfaches System. Und das gibt es in verschiedenen Größen. Ist für den Mensch und für die Welt komplett umweltfreundlich und unschädlich. Und nächste Slide. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt zu uns in die Halle 7, D702. Das nächste Produkt, was eigentlich unser Hauptprodukt ist jetzt, das ist ein Timberline, ein Heizsystem. Nächster Slide. Timberline kommt aus Amerika, arbeitet mit einem Brennersystem mit Diesel oder aber mit Benzin. Nächster Slide bitte. In diesem 1.0-System, was gedacht ist, gerade für Campervans, für einfache Systeme, wir vereinen ein Warmwassersystem mit dem Gebläsesystem. Wir können bei der 1.0er-Serie einen Brenner, 5 kW oder auch 10 kW, unterm Fahrzeug, egal wo, im Fahrzeug drin. Nächster Slide bitte. Ist ein Ausgleichsbehälter. In diesem Ausgleichsbehälter ist noch ein gleichzeitiger Heizstab mit 1,5 kW Leistung. Wir stehen hier zum Beispiel draußen mit dem Fahrzeug und heizen mit diesen 1,5 kW das Fahrzeug bei den aktuellen Temperaturen auf 22 Grad. Also das funktioniert hervorragend. Wir arbeiten, wie gesagt, noch über einen Wärmetauscher. Wir haben die Dieselbrennereinheit unter dem Fahrzeug. Über den Wärmetauscher generieren wir warmes Brauchwasser. Das heißt also auch endlos warmes Brauchwasser zur Verfügung. Nächster Slide. Das ist, und noch einen weiter. Noch ein Slide bitte. Das ist die 2.0-Variante. Die ist gedacht für größere Fahrzeuge. In denen haben wir 2 Kreisläufe und können bis zu 5 Zonen regeln. Das heißt also, wir können im Heck, wir können im Zwischenboden, wir können in der Nasszelle, wir können einen Trockenraum generieren. Wir haben also die Systeme vereint, was heißt von Luft auf Wasser, und das ein basierendes Heizungssystem mit Frostschutzwassergemisch und dann über verschiedene Boostersteuerungen einzelne Zonen generieren. Hier ist genauso ein, entweder ein Dieselbrenner oder aber ein Benzinbrenner von Autotherm integriert. Dieser Autotherm-Brenner wird zum Beispiel auch von Tiger Expect eingesetzt. Also wir haben da eine gewisse Herstellerkooperation. Und dieses System selber ist schon in Amerika über 10.000 Mal verbaut worden. Wir haben Auto, also Airstream und Jayco, also die verschiedensten großen namhaften Hersteller im amerikanischen Markt schon, kann man sagen, erobert. Und das ist jetzt das, was ich jetzt machen werde bei der Firma Reichtech. Und wenn ihr Interesse habt, besucht uns in Halle 7. Wir freuen uns auf euer Kommen und freuen uns auch über Lernen und Entwickeln, weil es ist für uns auch ein neues System. Danke fürs Zuhören, und ich glaube, ich bin der Einzige, der unter der Zeit ist, oder? Nein, wir haben, wir haben auch noch ein, zwei andere, aber ich glaube, fast am kürzesten. Vielen Dank, Reichtech, Halle 7 haben wir gehört,
und hier bei uns im Wohnzimmer. So, es geht nahtlos weiter, direkt an Rhönkamp. Schön, dass ihr da seid. Danke dir für uns. Wir schalten gerade noch um und dann geht's los. Einen Moment. Geht's euch gut? Ein gesundes neues Jahr erstmal euch allen. Und ich hoffe, wir haben eine gute Zeit hier miteinander. Ich hoffe, ihr versteht mich auch da hinten. Da winkt immer ganz kurz. Geht gut, alles klar. Ja, die Firma Rhönkamp ist ein Baby von uns. Ich habe lang genug als Angestellter gearbeitet, vor 15 Jahren im Nebengewerbe selbstständig gemacht. Ihr seht, ihr könnt uns gerne besuchen kommen in der wunderschönen Rhön zwischen Würzburg und Fulda gelegen an der A7. Wir haben eine sehr moderne Produktionsstätte auf 4.500 Quadratmetern. Wir haben ca. 60 Mitarbeiter. Wir haben einen der modernsten Maschinenparks in der Branche, kann ich mit Fug und Recht behaupten. Wir haben eine 100% Facharbeiterquote. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil ein gutes Unternehmen funktioniert nur mit guten Mitarbeitern. Wir bauen 300 eigene Fahrzeuge ungefähr im Jahr. Wir bauen natürlich noch 200 Fahrzeuge für andere Leute. Darf ich nicht drüber reden, habe ich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben müssen. Machen wir aber trotzdem gerne. Nächste Slide vielleicht mal. Und jetzt vielleicht mal zu dem, weswegen ich heute hier stehe. Wir haben unser 15-jähriges Firmenjubiläum und da haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir mal einen Sprinter ausbauen, auf 15 Fahrzeuge limitiert. Und wir haben einen sehr, sehr hochwertigen Möbelausbau. Also wir haben eine eigene Holzschreinerei, also eine Manufaktur. Wir haben sehr, sehr viele technische Innovationen in dem Fahrzeug drin. Könnt ihr euch auch ganz gerne in der Halle 3 anschauen. Das Fahrzeug ist ein Offroad-Fahrzeug für die Straße und für neben die Straße mit vielen Funktionen im Exterieur und aber auch im Interieur. Natürlich kann man so ein Fahrzeug nicht alleine entwickeln, da haben wir uns sehr, sehr gute und viele Partner mit an Land geholt, aber dafür vielleicht mehr bei uns am Stand. Das Fahrzeug ist das erste eigene Projekt meines Sohnes und ich würde jetzt mal ganz gerne übergeben. Ja, von mir auch nochmal ein Servus aus der Rhön. Ich bin der Maximilian Volkland. Ja, das war mein erstes Projekt und dazu habe ich dann, wie wir es bei uns klassischerweise immer so machen, mit ein paar Skizzen angefangen. Von daher, also so sieht es bei uns anfangs aus. Wir malen so ein paar schöne bunte Bildchen, wie wir uns das Ganze mal gedacht haben. Und letzten Endes wird es dann meistens auch zu 90% so umgesetzt, wie wir uns das anfangs gedacht haben. Ja. Und der Spectre ist eben vollgepackt mit verschiedenster Technik. Also wir fangen mal an, dass wir das Ganze über das MBAC gesteuert haben, also zusammen mit Mercedes entwickelt. Haben dann 420 Amperestunden Lithium drin von Superbee, Victron Wechselrichter. Also Victron, ja, sind wir sehr zufrieden, arbeiten wir schon lange mit zusammen, ist ja äußerst gute Technik. Die Ventile, die wir drin haben, sind elektrisch und beheizt und kameraüberwacht. Ja, und es sind nochmal so ein paar interessante Sachen dazu. Dreidimensionales Lichtdesign in jener Soundsystem rundherum, also nicht nur im Cockpit, sondern auch noch hinten im Wohnraum, was ich dann über Bluetooth einschalten kann und kann dann meine Musik hören und natürlich rundherum beleuchtet. Ja, und weil bunte Bilder immer am schönsten zum Anschauen sind, haben wir hier noch ein paar Eindrücke vom Interieur zum einen. Was da direkt auffällt, ist, dass wir die Weltkarte in die Nasszelle eingelassen haben. Also das ist kein klassischer Aufsatz, sondern das ist ausgefräst. Die Weltkarte ist gelasert und dann flächenbündig eingelassen. Der ganze, noch mal eins zurück bitte. Das ganze Bad ist eben auch Vakuum geformt. Also es ist tiefgezogen, es ist mit Biegesperrholz gemacht. Es ist ein gebogener Badraum, der komplett aus Holz ist. Genau, dann zur Küche haben wir auch so ein paar Raffinessen dann drin, zum Beispiel ein Auszug für eine Kaffeemaschine ist dann damit drin, die quasi einmal nach vorne und dann auch nach oben fährt. Induktionskochfeld, ja, neueste Technik, wie man es halt so kennt. Und natürlich vorne drin, dass man auch schön bequem sitzen kann, alles komplett durchbeledert. Ja, und zum Exterieur haben wir uns auch ein paar Gedanken dazu gemacht mit unseren Partnern gemeinsam. Also eine Dachterrasse ist drauf, eine Hängematte, Solaranlage natürlich, seitlich kommt man über die Leiter hoch und hinten dann noch ein schönes großes Heckträgersystem. Ein Fahrwerk haben wir drin mit 65 mm Höherlegung rundherum, mit Ölins-Komponenten, also wirklich nur das Beste vom Besten und dann natürlich zwei Farblackierungen in Raptor-Lack und halt in der Wagenfarbe. Ja, noch ein paar Details dazu, Scheinwerfer vorne von Lightparts, ein Holzdeck oben drauf. Und da denke ich mal, ist uns wirklich ein sehr schickes Fahrzeug gelungen und ich glaube, die paar Bilder werden dem Ganzen nicht gerecht. Von daher kommt einfach vor in die Halle 3 bei uns auf den Stand, dann zeigen wir euch das Ganze gerne nochmal ausführlicher. Ist, glaube ich, echt eine coole Sache geworden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Rhönkamp Halle.
Halle 3, sehr gut. Also, oder jetzt gleich hier bei uns im Wohnzimmer. Schön, dass ihr da wart. So, last but not least haben wir noch Alpaka Camping. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Guck mal, da ist dein Mikro. Wir schalten noch mal kurz um und ich glaube, wir können loslegen. Bitteschön. Sehr cool, dankeschön. Ich bin Christopher, einer der Mitgründer von Alpaka Camping, der Vermittlungsplattform für Stellplätze im Grünen. Uns gibt es jetzt auch schon seit 3 Jahren und haben uns überlegt, was können wir denn als digitale Plattform für richtig coole neue Innovationen rausbringen und haben uns dafür entschieden, ein Buch zu machen. Buch nicht unbedingt gleich digital, haben aber gemerkt und haben die Branche noch viel besser kennengelernt, dass das bestimmt eine coole Sache ist, ankommt und darüber auch nicht nur so rein, ich suche mal nach einem Stellplatz und schau mal, wo kann ich denn heute campen, sondern vor allem auch Inspirationen zu liefern. So haben wir das vor 6 Wochen rausgebracht und seitdem auch schon mehrere 1000 Bücher verkauft. Du findest in den Büchern immer auch verschiedene Regionen, du findest Informationen zu den Regionen, du findest unsere Plätze drinnen und da auch ganz wichtig, immer auch Geheimtipps vom Stellplatzanbieter. Die Besonderheit unserer Plätze ist, dass es oft nur 1, 2, 3 Stellplätze sind. Das heißt, du hast wirklich mit jemandem zu tun, mit einem Local, der dir sagen kann, wo gehe denn ich hin zum Essen, was mache ich denn heute für eine Tour und das ist alles hier in dem Buch zusammengefasst. Kann man alles nachstöbern, haben auch schon viele Rücksendungen unserer Kunden bekommen mit Bildern, wo man sieht, dass da schon zig Post-its drin sind, wo man sich einfach mal über Weihnachten hingesetzt hat, zu schauen, wo könnte man denn als Inspiration die nächste Reise hinmachen und wie kann ich das nächste Jahr verbringen. Auch uns findet man hier auf der Messe in der Eingangshalle, Eingang Ost, auf der linken Seite. Freuen wir, wenn wir euch vorbeikommen. Wir haben auch ein paar Bücher dabei. Ihr könnt gerne auch bei uns zwei, Dominik und mir, mal vorbeischauen, mal reinstöbern oder die bei unserem Messestand auch direkt mitnehmen. Moment, ja, da bin ich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war der Rekord. Aber kurz und prägnant und ich glaube, man hat verstanden, um was es ging. Sehr schön. So, sagst du mir in die Halle nochmal? In der Eingang Ost. Eingang Ost, genau. Eingang Ost, Alpaka Camping. Ja, und ich schaue jetzt nochmal kurz in die Runde. Und zwar Tiger Expat. Tiger Expert, dann würde ich sagen, du übernimmst dir einen Tag. Nein, natürlich nicht. So, dann sind wir an sich fertig. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch die verschiedenen Neuigkeiten angeschaut habt. Wir haben, glaube ich, fast alle, die jetzt hier referiert haben, auch noch vor Ort. Das heißt, kommt ins Gespräch. Bei uns gibt es noch ein Getränk eurer Wahl. Und von unserer Seite aus noch ein ganz kleiner Hinweis, bevor ich euch in den Abend entlasse. Wir haben eine sehr, sehr schöne Aktion diesmal. Wir haben nämlich ein CMT Roadtrip designt und entwickelt. Und zwar geht es darum, dass ihr mit einer App, die es extra dafür gibt, hier auf der CMT unterwegs sein könnt, verschiedene Stationen ablaufen könnt. Und wenn ihr mindestens 6 Stationen erfolgreich absolviert habt bei dieser kleinen Schnitzeljagd, dann könnt ihr alles Mögliche gewinnen. Also das nur zu eurer Info. Es gibt einen QR-Code, einfach mal reinschauen. Und ansonsten schaut gerne immer wieder hier bei uns im Wohnzimmer vorbei. Das ist sozusagen das Zuhause, wo man hier sich mal ein bisschen entspannen kann, wo man chillen kann, wo man tolle Vorträge hören kann, Interviews hören kann. Wir haben wirklich ein ganz dickes Programm, nicht nur Reisen mit Hund, sondern auch noch ganz viele andere Themen, die wir abfrühstücken. Morgen geht es weiter mit dem Campfire der Ideen. Das ist vorne auf der Hauptbühne, wo wirklich mal ganz neue und kleine Produktideen von Tüftlern präsentiert werden. Und die Aftershow-Party ist hier bei uns im Wohnzimmer. Also ihr seht schon, ganz viel zu tun. Und wir sind die ganze Zeit der CMD da. An sich, ihr seid alles Aussteller. Ich wünsche euch eine richtig, richtig erfolgreiche Messe. Ich glaube, da haben wir alle Bock drauf. Und jetzt noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart.